Ha, you motherfucker! Wie kannst du glauben, dass alles so fast? I'm gonna pop some tags. Only got $20 in my pocket. I'm hunting, looking for a... You already know, ich hab kein Text. What a day, people. Das war dumm. Was ist los bei dir, John? Was geht, YouTube? In meinem heutigen Video geht es um... Sorry. Was Mädchen wirklich denken. Mit anderen Worten, ich lüfte das Geheimnis der Mädchen. Der Mädchensprache. Keine Ahnung, was das war gerade richtig uncool. Die meisten meiner Zuschauer sind ja weiblich und bitte korrigiert mich, ob ich irgendwie falsch liege. Bitte korrigiert mich, ob ich falsch liege, Leute. Tut einfach den ganzen Jungs da draußen gefallen und kommentiert in die Kommentare, wenn irgendwas falsch war oder wenn ihr nur das anhängen wollt, damit wir euch leichter entziffern können. Ohne Scheiße, seid komplizierter als der ganze Da Vinci Code. Psst, Insider. Ich habe den Film noch nie gesehen. By the way, die ganze Information habe ich von meiner Schwester oder von meinen weiblichen Freunden. Und ich will noch ganz kurz anmerken, du bist kein Mädchen, wenn du auch so denkst als Junge. Ladies and Gentlemen, was Mädchen wirklich denken. Wenn du mit einem Mädchen draußen bist und ihr läuft gerade so durch die Gassen oder sonstiges und sie bleibt bei einem Schaufenster stehen und sagt: Damn, that dress is hot. Okay, das war gerade leicht übertrieben. Oh, so ein schönes Kleid. Okay, und das war gerade untertrieben. Ah, oh, das Kleid ist mega schön. Ah, oh, dann sagt sie eigentlich: Ha, you bastard. Kauf mir das Kleid. Wenn sie sagt: Ah, Schatz, das macht mir gar nichts aus, wenn du mit deinen Freunden feiern gehst, dann meint sie eigentlich: You bastard, gehst lieber mit deinen Freunden feiern, anstatt mit deiner Freundin Zeit zu verbringen? Oh my god. Wenn gerade irgendetwas ist, irgendwas, du merkst eben, dass an deiner Freundin irgendetwas nicht stimmt und du fragst: Du Schatz, ist alles okay bei dir? Ja, mir geht's gerade gut. Dann meint sie eigentlich: Gar nichts ist okay, gar nichts ist okay. Und wenn du dann glaubst, dass alles bei ihr okay ist, weil sie gesagt hat, ihr geht's gut, dann antwortest du ja ganz normal mit okay. Dann denkt sie sich: Ha, you motherfucker, wie kannst du glauben, dass alles so passt? Wenn ein Mädchen gerade mit dir irgendwie vor einem Spiegel steht oder sonstiges und sie dich fragt: Irgendwie fühle ich mich hässlich, dann meint sie eigentlich: Komm schon, sag mir, dass ich pretty bin. Wenn du ihr kein richtiges Kompliment machst, dann passiert folgendes in deren Köpfen. Autsch. Wenn sie sagt: Nein, nein, ich will nur einen Salat, wirklich, ich mache gerade Diät und ich will mich auch gesund ernähren. Bin der Meinung, dass, ich meine, mein Körper ist Maschine und jede Maschine braucht gutes Öl und ich glaube Vitamine, Gemüse und so, das ist richtig gutes Öl für den Körper. Well, dann denkt sie sich eigentlich: Fuck, nicht schon wieder Salat, ich will am liebsten Chicken Wings und ein paar mehr so Mayonnaise haben und eine fette Cola und keine Cola Light. Wer zur Hölle trinkt Cola Light? Ich weiß nicht warum, aber mein Po fühlt sich gerade äußerst warm an. Informationen, die jeder brauchte, läuft bei dir, John. Und hier nochmal im Schnelllauf, was Mädchen wirklich denken. Pff, that bitch, ihre Hose ist mal mega hässlich, ew. Dann denkt sie sich: Shit, mach die Hose einen geilen Arsch. Fuck, oh fuck, warum kann ich nicht so einen Arsch haben? Ah nee, du, das ist mir total egal, wenn wir zu Hause bleiben. Heißt dann: Du bist so dumm, Junge, langsam musst du doch wissen, das ist mir egal. Nein, heißt: Findest du, ich hab Arsch in der Hose? Übersetzt: Bitch, sag mir, ich hab einen geilen Arsch in der Hose, come on. Ich hab so Lust auf Schokolade. Heißt dann: Bring mir Schokolade. Oh, ich hab eben gerade die Beine rasiert. Übersetzt: Oh, Bitch, komm und fühl mal meine Beine, die sind so blatt. So Leute, das war's auch schon mit meinem Video. Falls euch dieses Video gefallen hat und falls einige der Dinge auf euch zugetroffen haben, dann würde ich mich über einen Daumen hoch freuen. Wenn dir noch irgendwas einfällt, dann schreibt es einfach unten in die Kommentare. Wir machen jetzt einfach unten so ein Mädchen-Lexikon-Übersetzer. Keine Ahnung. Wenn du Bock auf mehr hast von mir, und das hast du definitiv, dann kannst du jetzt gerne kostenlos meinen Kanal abonnieren. Kostenlos, gratis. Ich habe keine Ahnung, warum ich das immer anhänge. Schreib mir mal bitte alle in die Kommentare, ob ich richtig lag mit der Übersetzung. Ja, es wäre ein bisschen peinlich, wenn ich irgendwie falsch liegen würde. So, dann würde ich jetzt sagen: Adios, amigos. Bis Sonntag, meine kleinen Bichitos. Ciao. Oh, Jacqueline, warum verpisst du dich nicht einfach aus meinem Leben? Ich will aber wissen, was du machst. Was ich mache? Was ich mache? Ich schaue mir gerade den besten YouTuber Deutschlands an. Oh mein Gott, es wird ja voll warm. Oh mein Gott! Ich schwöre bei Gott, die Flamme ist gerade in die Dose. Oh, okay, I'm way too scared.